Hi Leute, hier ist Matthias. Liebe Grüße aus dem Wald. Der Titel verrät nicht viel. 4,5 Gegenstände und eine besondere Challenge. Ja, ihr begleitet mich heute bei meinem kleinen Abenteuer. Ich habe es irgendwie in 32 Jahren noch nicht geschafft, mal allein im Wald zu schlafen. Klingt erstmal relativ simpel, doch ihr hört da vielleicht ein bisschen was zu. Ich werde es erfahren und ja, ihr könnt quasi live dabei sein. Wenn ihr das Video seht, ist schon mal eine gute Nachricht, dann habe ich es vermutlich überlebt. Von daher, lasst euch überraschen und ja, seid gespannt. Viel Spaß beim Video. Mein Plan ist es heute, am Gewässer zu übernachten. Ich denke, da mache ich mich gleich ein bisschen am Uferrand entlang und schaue, dass ich da eine geeignete Stelle finde. Da kommt doch gleich der erste Gegenstand ins Spiel. Und das wäre in dem Fall der Grail Wasserfilter. So bin ich unabhängig von der Wassermitnahme. Ich kann mich quasi hier am Gewässer bedienen. Genau, das ist der Hintergrund. Aber wieso überhaupt die Begrenzung der Gegenstände? Ich habe mir gedacht, dass wenn ich im Wald übernachte, dass ich mir das auf jeden Fall nicht so einfach machen möchte wie möglich, sondern dass ich heute ein paar Erfahrungen mitnehme und mich auf jeden Fall noch viele, viele Jahre daran erinnern werde. Ich komme einfach mal zu den Sachen. Ich habe dabei einen Tarp, einen Carinthia Defense 4, den Grail Wasserfilter und mein Messer, mein SE4. Ja, als besondere Challenge für heute habe ich mir vorgenommen, Feuer zu bohren. Das wäre natürlich das absolute Highlight. Zumal ich keine Säge habe, also die Bedingungen sind erschwert. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, dass die Frage noch geklärt ist, was der halbe Gegenstand ist. Hier hinten sieht man ihn. Ich meine, nur die Drohung bin ich auf den Rucksack angewiesen, um alles wegzubekommen. Aber vielleicht kann ich den noch verwenden. Ich werde es nachher sehen. Zum Feuerbohren wird er mir mit Sicherheit nützlich sein. Ja, jetzt habe ich hier vorne den Baumstumpf entdeckt. Mein Plan war es, für die Nacht das Tarp schräg anzulegen und einmal als Bodenabschluss auszulegen. Ja, einfach weil relativ viel Feuchtigkeit von unten nach oben drückt, dass mein Schlafsack nicht komplett durchtränkt ist und die Nacht, ich denke mal, es wird so um die 0 Grad werden. Dass nicht noch die Feuchtigkeit reinzieht, dass das einfach ein bisschen umgangen wird. Im Zuge, ich setze mal meinen Rucksack ab, zeige euch kurz den Inhalt. Ja, hier vorne ist Elektronikausrüstung, eine Kopflampe. Habe ich jetzt nicht, anders als die Naturensinne, habe ich es jetzt nicht als extra Gegenstand gewertet. Einfach, damit ich nachher im Dunkeln ein bisschen was festhalten kann. Ansonsten Kopfstripes, Akkus, Befestigung, Ladekabel, ja, mehr nicht. Essen habe ich keins dabei. Das soll ja hier kein Verwöhnprogramm werden. Dann hier nachher noch eine Jacke. Zum Arbeiten gleich die Handschuhe. Ja, also alles, was in Richtung Anziehsachen geht, habe ich jetzt nicht als Gegenstände gewertet. Nachher eine Mütze, mein Bufftuch, noch ein zweites Paar Socken und dann war es das auch schon. Hier vorne theoretisch meine Sonnenbrille drin. Die habe ich für die Tour jetzt weggelassen. Ja, einfach nur eine Powerbank mit dabei zum Laden der Akkus. Ich glaube, ich habe viel zu viele Akkus dabei, aber ja, haben ist besser als brauchen. Dadurch, dass ich auf Nahrung verzichte, kann ich lieber sowas mitnehmen. Ja, hier der zuerst genannte Gegenstand, mein Grail. Packe ich da mal hin. Ansonsten ist hier auch weiter nichts drin. Auf der anderen Seite nochmal ein Halter fürs Handy, Beleuchtung für nachher und genau das war's. Lasse ich jetzt dazu, ist mein Defense 4 drin,
schon knackig verbaut hier im, das ist der Tasmanian Tiger Raid Pack MK3. Ja, ich war ein bisschen verblüfft. Ich habe mir quasi ein bisschen mehr Platz erhofft. So muss man schon ganz schön dolle würgen, dass er reinpasst. Aber ja, haut trotzdem hin. Hier eine Extratasche. Der zweite Gegenstand. Mein Messer. Lege ich mal dahin. Und hier unten wird gleich gebraucht mein Tarp. Ja, in dem Fall das Helikontex. Super Tarp. 3x3 Meter. Sollte für heute ausreichen. Ja, ihr seht, die Dämmerung setzt ein. Kam jetzt doch schneller als gedacht. Das Tarp ist erstmal so weit hier drüber gelegt. Für heute Nacht ist kein Regen angesagt. Ja, ist jetzt hier kein optisches Highlight. Aber ich denke mal, für heute Nacht komplett ausreichend. Ich werde gleich den Schlafsack reinlegen. Vorhin schon angetestet. Der Boden ist sehr weich. Sehr viel trockenes Laub. Das passt schon. Ja, ich habe es jetzt halt ohne Paracords abgespannt. Nur mit Hilfe der Holzheringe. Genau, daher reicht heute Nacht. Der Frost, der von oben kommt, der kann abstreifen und der, die Feuchtigkeit, die von unten kommt, dagegen bin ich auch erstmal geschützt. Ja, war jetzt zwar nicht so anstrengend, dennoch bin ich durstig. Ich habe auch noch kein Wasser geholt. Das werde ich jetzt erstmal machen. Auch wenn es jetzt schon dämmerig ist, Schlafenszeit ist auf jeden Fall noch nicht. Ja, das mit dem Feuerbohren kann ich heute auf jeden Fall vergessen. Ich werde aber alles so weit vorbereiten, dass ich das morgen früh in Angriff nehme. Ja, beziehungsweise bin ich jetzt erstmal guter Dinge, dass ich hier was finde an trockenem Holz und Material, was ich benötige. Ja, das Ding ist natürlich, ich habe keine Säge dabei. Von daher muss ich schauen, dass ich alles mit meinem Messer quasi bearbeiten kann. Ja, der Kiefernast sieht relativ trocken aus. Den werde ich erstmal mitnehmen. Ich will auf jeden Fall mit einem harten Stück Holz in ein weiches Stück Holz bohren. Ja, von der Breite her könnte er ein bisschen breiter sein, aber ja, dadurch, dass ich keine Säge mit habe, bin ich da natürlich eingeschränkt. Das sind natürlich auch jetzt nur Erfahrungswerte, die ich aus anderen Videos beziehe. Also, ja, das ist natürlich ein Glücksspiel. Aber gut, ich werde es versuchen. So, ich habe jetzt einen
quasi einen frischen Ast genommen für den Bogen. Den habe ich schon organisiert. Hier unten lag auch noch einer. Ich kann es nicht mehr genau erkennen, was es war. Ich hoffe, der ist trocken. Den versuche ich als Drehholz zu schnitzen. So, mein neuer Rucksack hat hier oben einen Verschluss. Ja, hier ist einfach Paracord eingezogen. Das werde ich mir jetzt raustrennen. Einfach aus dem Hintergrund, das Ganze halt als Challenge zu sehen. Ja, Szenario, eine Survival-Situation. Ihr habt nichts dabei, außer euren Rucksack. Und genau, hier sind ein Haufen Schnüre dran. Das einfach ist Paracord, auch gut zu ersetzen. Von daher nicht ganz so schlimm. Ich trenne es mir eben raus und habe dann gleich die Schnur für den Bogen.
So, ich lasse es für heute erstmal. Ich bin ganz schön fertig. Ist doch ganz schön anstrengend. Bin aber sehr verblüfft, dass es überhaupt so gut geklappt hat. Ja, dafür, dass ich die Materialien hier im Dunkeln zusammengesucht hatte. Genau, ich werde es einfach morgen früh nochmal probieren, wenn ich lustig bin. Ansonsten wird das Projekt Feuerborn natürlich noch nicht auf Eis gelegt. Macht an sich Spaß. Ja, es fällt schon irgendwie das Qualm zu sehen. Allerdings ist es auch extrem anstrengend. Ja, mit dem Paracord bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Hätte auf jeden Fall noch ein bisschen länger sein können. Aber gut, für heute reicht es erstmal. So, ich liege jetzt im Bett. Das ist hier soweit alles ganz okay. Ja, also der Schlafsack, das Tarp, es ist alles, es liegt aufeinander, aber alles okay. Dient das Tarp sozusagen als Biwaksack. Ja, ich fühle mich soweit wohl. Der Boden ist weich. Spinnen, krabbeln. Alles okay soweit. Ja, was ich auch noch sagen wollte, worüber auch nicht jeder spricht, vor allen Dingen auch nicht die Männer, nicht unbedingt, das Thema Angst. Wie fühlt man sich im Wald alleine? Das ist ja auch so eine Art Experiment und ich möchte euch gerne mitteilen, wie ich mich fühle und ja, was auf euch zukommt. Für diejenigen, die es gucken und vielleicht vorhaben. Ja, also es ist ein komisches Gefühl, ein unwohles an sich, aber man gewöhnt sich hierfür dran. Jetzt hier mit dem Tarp fühle ich mich gerade richtig gut. Ich denke auch, dass ich die Nacht gut schlafen werde, halbwegs. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, alleine im Wald rumrennen ist immer ein bisschen komisch, aber ich denke, das ist die Gewohnheit. Ich habe mir einen Platz ausgesucht, wo ich mich wohlfühle. Das würde ich auch jedem anderen empfehlen. Wenn man sich das nicht unbedingt allein traut, dann ja, mit einem Partner oder Partnerin, wie auch immer, das Ganze zu zweit, zu dritt durchziehen. Ja, an sich, wie gesagt, ich fühle mich wohl. Ich werde jetzt die Augen zumachen. War ein langer Tag, auch wenn es jetzt erst 8:30 ist. Ich werde die Zeit mal einblenden, nachher, wenn ich aufwachen sollte. Und dann war es das für mich. Gut, wir sehen uns. Guten Morgen. Es ist 5.23 Uhr. Bis jetzt habe ich sehr gut geschlafen. Bisschen hart, ab und zu aufgewacht, aber konnte immer wieder einpennen. Hier sieht man es hier oben. Sammelt sich relativ viel Feuchtigkeit unterm Tarp. Ja, aber davon war auszugehen. Ja, ich werde einfach nochmal die Augen zumachen. Ich bin auch müde. Klappt alles super. Bis später. Guten Morgen. Ja, gleich zu Beginn. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe, anders als gedacht, richtig gut geschlafen. Der Schlafsack war warm. Die Temperaturen waren bis auf 4 Grad runtergesunken. Doch nicht so wie erwartet. Die anderen Tage war es immer noch frostig in der Nacht und die Scheiben morgens auf den Autos vereist. Ich hatte, ja, würde ich fast sagen, Glück. War eine angenehme Nacht. Die Bodenisolierung war, ja, war okay. Ich denke mal, wenn es jetzt zum Gefrierpunkt gehen würde, dann ist auf jeden Fall eine Isolierungsschicht notwendig. Dennoch war es jetzt für die Nacht erstmal alles okay und für meine kleine Challenge mit den 4 Gegenständen hat super funktioniert. Das Tarp hat die Feuchtigkeit, das ist gleich der negative Punkt, die Feuchtigkeit von oben abgehalten. Klar, war innen drin ein bisschen beschlagen, aber alles okay. Ja, ich würde eigentlich noch Feuer bohren, die Challenge von gestern zu Ende machen. Aber es ist leider alles klamm. Mein kleiner Holzbohrer, ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich, ja, clevererweise mit unter das Tarp bzw. mit dem Schlafsack nehmen sollen. Dennoch ist auch das ganze Zundermaterial feucht. Ja, hat mich jetzt leider ein bisschen erwischt. Tröpfelt doch doller als gedacht. Aber egal, die Challenge werde ich auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Ja. Jetzt haben wir es, ich glaube, kurz vor 7. Ich werde das Tarp jetzt erstmal wieder abbauen, werde meine Sachen packen und mich dann erstmal Richtung Heimweg begeben. Musik.
der Platz ist geräumt. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Für mich war es auf jeden Fall eine coole Nacht. Eine coole Challenge. Ich denke mal, eine Nacht, wo man sich daran erinnert, dass man sich nicht so leicht macht im Leben. Ja, dem Körper auch mal was anbieten. Oder in dem Fall auch nicht. Also hungrig bin ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Sachen, auf die man mal verzichten kann. Nichtsdestotrotz gibt es beim nächsten Video, denke ich mal, auf jeden Fall wieder was zu essen. Die Feuerwehr-Challenge werde ich auch zeitnah in Angriff nehmen. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Wäre natürlich noch viel cooler, wenn es geklappt hätte, aber ja, ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann. Vielleicht der Nieselregen. Mich soll es nicht weiter stören. Ja, ich bin gut eingepackt. Ja, ich hoffe, ich konnte es euch quasi vermitteln, das, worum es mir auf meinem Kanal auch geht. Dass man quasi alles selbst in der Hand hat. Selbst rauszugehen, selbst was Geiles zu machen und einfach die Natur zu spüren, ja, draußen lebendig zu sein. Ja, darum geht's mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Gerne auch einen Kommentar, einen Verbesserungsvorschlag oder ja, was euch sonst so auf der Seele brennt. Ja, genau, am besten den Kanal abonnieren. Ich denke, es werden noch viele weitere Touren folgen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Bis bald im Wald. Macht's gut. Ciao.